Was schuldet er Ihnen? Wollen Sie das bezahlen? Ihre Sache. Ja, darauf war ich gefasst. Sie haben für mich bezahlt. Berufstrinker? Und was machen Sie sonst? Sonst? Wessen Sack ist zu mir geholfen? Ich habe lange Becken gespart. Soll ich Sie irgendwo hinbringen? Jetzt gib mir die Flasche. Chrome gib sie mir. Haben Sie studiert? Bin nicht fertig geworden mit dem Studium. Wann haben Sie damit aufgehört? Als ich damit anfing. Leben Sie allein hier? Allein? Ja, ich meine, haben Sie keine Eltern, keine Geschwister? Ja, habe ich. Aber nicht hier. Die... Oh, ja. Wer sorgt denn für Sie? Wer soll denn für mich sorgen? Haben Sie keine Wirtin? Keine Freundin? Wozu willst du denn das wissen? Tö. Sie sind ziemlich am Ende, was? Und? Darf ich fragen, was Sie das angeht? Nichts, nichts, nichts. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Was machen Sie, wenn die leer ist? Weiß ich nicht, was ich dann mache. Naja. Vielleicht sehen wir uns mal wieder, ne? Sieht so aus, als hätte ich Ihnen das Leben. So gut wie. Sie trinken nicht? Nur zum Vergnügen. Warum tun Sie das? Was? Warum helfen Sie mir? Ich habe noch gar nicht angefangen, Ihnen zu helfen.
Wir sehen uns nicht zufällig. Das glaube ich nicht. Nein. Ganz persönliches Interesse. Ich möchte gerne wissen, wie abhängig Sie sind. Was Sie alles tun würden, um Ihre Sucht zu befriedigen. Warum ist das interessant für Sie? Sie würden doch stehlen, um an Schnaps zu kommen, nicht? Ja. Ja, das würde ich tun. Na, sehen Sie. Damit Sie nicht stehlen müssen. Was haben Sie vor? Trinken Sie, quälen Sie sich nicht. Wozu wollen Sie mich bringen? Gut, sehr gut. Für irgendwas scheine ich Ihnen der richtige Mann zu sein. Ist das richtig? Wie viel ist das? Zählen Sie. Was soll ich dafür tun? Stimmen Sie das Geld an. Ist schon gut. Was haben Sie sich vorgestellt? Was stellen Sie sich vor? Raus mit Ihnen! Damit du weißt, wie spät es ist, Bursche.
Ist was passiert? Was ist das für ein Haus? Stellen Sie keine Fragen. Sehen Sie die Tür zum Balkon? Ja. Es wird gleich jemand kommen und die Läden schließen. Das ist der Moment. Diese Frau. Warum ist eigentlich keinen Abend zu Hause? Weil er sich hier nicht wohlfühlt. Besser gesagt, weil er sich bei mir nicht mehr wohlfühlt. Was soll ich machen? Du, ich habe dich immer gewarnt, schon... ich weiß. Du hast gesagt, er ist zu jung für mich. Ich würde durch ihn nicht jünger, sondern älter. Ihr habt überhaupt nie zusammengepasst. Ja. Es hat keinen Sinn, sich darüber etwas vorzumachen. Ich habe mit unserem Anwalt gesprochen. Über die Scheidung. Thank you.
schließe jetzt die Läden. Anschlag. Auf die Dame des Hauses wurde geschossen, als sie die Fensterläden zumachen wollte. Was ist mit dir? Steckschuss in der linken Brust. Der Notarzt war schon da, ist auf dem Weg ins Krankenhaus. Das ist Herr Demmler, der Ehemann, Oberinspektor Derrick, die Tochter des Hauses und der Bruder von Frau Demmler. Beide waren im Haus während der Tatzeit. Guten Abend. Guten Abend. Etwas unverständlich, der Täter hat nämlich geschossen, als die beiden Fensterläden schon geschlossen waren. Die Balkontür stand offen, Frau Demmler ist rausgetreten, die beiden Läden in die Hand genommen. Ja, und stand also eine ganze Weile da als Zielscheibe. Und geschossen hat er erst, als die Läden zu waren? Offenbar. Entschuldigung. Na, was sagen Sie zu der Sache? Tja. Bitte schön. Hat man versucht einzubrechen? Das ist doch Unsinn! Jemand versucht, nicht durch geschlossene Fensterläden zu schießen, nur weil er beim Einbrechen gestört worden ist. Vielleicht hat sie den Mann erkannt. Den Täter. Wäre doch möglich, nicht? Und er dann, weil er befürchtete, erkannt zu sein... Schon wieder Unsinn. Das war geplant. Und zwar von jemandem, der ganz genau wusste, dass sie jeden Abend vor dem Schlafengehen an die Balkontür geht. Das ist eine überlegte Sache. Also, mein liebes Kind, jetzt muss ich dir sagen, das ist Unsinn. Das ist blanker Unsinn. Wer sollte deine Mutter schießen und warum? Was weiß ich? Sie waren doch im Haus, als der Schuss fiel, nicht wahr? Ja, ich war oben in meinem Zimmer. Ich rannte sofort hinaus. Mein Onkel stand an der anderen Treppe. Er hatte auch den Schuss gehört. Ja, aber draußen auf dem Gang in der Nähe der Balkontür, da war niemand. Wo waren Sie? Bei einem Billardturnier. Ich wurde, während ich spielte, ans Telefon gerufen. Hat irgendjemand von Ihnen eine Vermutung, warum auf Ihre Mutter geschossen wurde? Nein, keine. Überhaupt keine. Meine Schwester hat keine Feinde. Ganz bestimmt nicht. Niemand kann ihr böse sein. Absolut niemand. Kannst du zahlen? Was ist denn das? Wie kommt ein Penner wie du an 500 Mark? Woher hast du denn den? Ich muss Ihnen ja nicht sagen, woher ich das Geld habe. Sie können es gerne überprüfen lassen, wenn Sie wollen. Gib mir einen Schnaps. Wo wohnst du eigentlich? Wo ich wohne. Bin oft genug hier. Wie du an so viel Geld kommst, das möchte ich wissen. Ja? Ja? Also ich meine, man sollte die Nacht noch abwarten. Fragen Sie ihn, ob ich zu... Morgen vielleicht. Gut, danke, Herr Doktor. Sie ist außer Lebensgefahr. Kann man mit ihr sprechen, oder? Tja, der Arzt sagt nein. Aha. Das heißt, es hat keinen Zweck hinzufahren, meinen Sie nicht? Ich glaube, Sie sollten das mit dem Arzt abstimmen. Sie ist nicht vernehmungsfähig. Sollte es hier sein. Können Sie mir einen Gefallen tun und fragen, was passiert ist? Na ja, wenn es sein muss.
hab da auf eine Frau geschossen, mitten durch Balkon durch. Naja, und jetzt haben wir sie ins Krankenhaus gebracht. Ins Krankenhaus? Sie lebt? Ja, anscheinend. Entschuldigung, können Sie mal fragen, ob jemand weiß, in welches Krankenhaus sie gebracht wurde? Sie, was soll ich denn noch alles tun? Tun Sie mir den Gefallen, ne? Sieh, dass wir aber nicht einen Wagen voll kotzen, gell? Was wollen Sie? Sie hören doch. Es ist jemand eingeliefert worden. Eine ältere Dame mit einer Verletzung. Ich möchte wissen, wie es ihr geht, ob sie durchkommt. Von wem sprechen Sie denn? Eine ältere Dame. Darf ich Ihnen überhaupt keine Auskunft geben? Ist Ihnen draußen irgendetwas aufgefallen? Nein, gar nichts. Wer könnte ein Interesse daran haben, Sie zu töten, Frau Demmler? Interesse? Ich verstehe nicht. Wer könnte auf solch eine Idee kommen? Entschuldigung, das ist doch Zimmer 312. Ich weiß nicht, welche Zimmernummer es ist. Ich wollte einen Freund besuchen, der einen Unfall gehabt hat. Er soll auf 312 liegen. Offensichtlich bin ich nicht Ihr Freund. Vielleicht ist er entlassen worden. Ja, das ist möglich. Wahrscheinlich ist er schon raus. Ich habe Sie hoffentlich nicht erschreckt. Nein, nein. Sie haben sicher geschlafen und ich habe Sie geweckt. Ich habe nicht geschlafen.
würde mir sehr leid tun. Kann ich irgendwas für Sie tun? Ja. Bitte machen Sie das Fenster auf. Das Fenster? Ja. Ich habe gern frische Luft. Gut so? Danke. Wie geht es Ihnen? Danke. Einigermaßen. Kommen Sie auch schon bald raus? Ja, bald. Das ist doch gut. Sieh mal an, Don Quixote. Ich war einmal im Krankenhaus, mehr als 6 Wochen, da habe ich Spanisch gelernt. Nicht perfekt, natürlich nicht. Spanisch ist nicht so einfach. O quien tuviera hermosa Dulcinea. Wozu haben Sie Spanisch gelernt? Wegen Cervantes. Cervantes. Und? Waren Sie in Spanien? Nein, das hat sich nicht ergeben. Was sind Sie von Beruf? Student. Und? Was studieren Sie? Germanistik, Literatur. Ich beneide Sie. Mich? Entschuldigen Sie, wenn ich Sie gestört habe. Ich wünsche Ihnen eine gute Besserung. Sie haben mich nicht gestört. Im Gegenteil. Sind Sie ein wahnsinniger Mensch? Was machen Sie denn hier? Nicht. Ich wollte wissen, wie es hier geht. Personen, die ich hier auf der Liste habe, sind einwandfrei. Der Einzige, bei dem die Sache einen Haken haben könnte... Das ist der Ehemann. Ja, die Ehe ist nicht besonders. Frau Demmler wollte sie scheiden lassen. Das Vermögen... Das hat sie mit in die Ehe gebracht. Ja. Aha. Es bliebe also nach einer Scheidung in ihrem Besitz, ne? Und was ist, wenn sie vorher stirbt? Ja, dann geht es zu gleichen Teilen an ihren Mann und an ihre Tochter. Außer es gibt ein Testament, das ausdrücklich etwas anderes verfügt. Naja, da hätten wir unter Umständen ein handfestes Motiv. Tja, das Alibi ist hieb- und stichfest. Ich habe das überprüft. Schade. Was? Ja, wäre ja auch zu einfach gewesen. Was? Hören Sie auf, Sie haben mit ihr gesprochen. Warum tun Sie das? Was? Warum tun Sie das? Haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Lassen Sie mich los. Himmel, Schwammer, der war noch mal. Sie haben doch allen Grund, sich da nicht sehen zu lassen. Ne? Sind Sie lebensmüde? Wollen Sie ins Gefängnis? Die Frau ist doch nicht blöde! Sie sind hier aufgefallen. Verstehen Sie mich? Sie sind hier aufgefallen. Sie hat sofort von Ihnen gesprochen. Geben Sie mir die Pistole zurück und das Geld. Nein. Nein, was heißt nein? Beides kriegen Sie nicht mehr. Warum kriege ich beides nicht mehr? Was soll das heißen? Sie hören doch. Ich sage nein. Sind Sie verrückt? Sag schon mal. Ich tue das Geld zu, dann sage ich Ihnen. Ausgeschlossen. So weit würde ich nicht gehen. Warum würdest du nicht so weit gehen? Du kannst ihm doch keinen Mord zutrauen.
Doch, ich halte es für möglich, weil er ist hinterhältig. Seine Gefühle sind gemacht. Sie waren nie echt. Naja, ihr Stiefvater ist wesentlich jünger als sie. Das sollte man nicht ins Feld führen. Das tue ich auch nicht. Aber sie passen vom Wesen her nicht zusammen. Ja. Bei Ihnen stimmt einfach nichts. Ja, aber schauen Sie, irgendwann muss ja mal, ich meine am Anfang, entschuldigen ja, Sie. Ja, ganz am Anfang sicher. Da hat meine Mutter noch geglaubt, er hat sich sehr hilfsbedürftig hingestellt. Und darauf liegt sie. Luisa, also nun wir. Aber es stimmt. Wenn jemand ihre Hilfe braucht, ist sie nicht mehr zu bremsen. Und das hat er ausgenutzt. Ja. Damit hat er gespielt. Sehr gut sogar. Bis sie es gemerkt hat. Sagen Sie, die Scheidung, war das beschlossene Sache? Fest beschlossen. Hätte denn die Trennung Ihrem Stiefvater irgendwelche Nachteile gebracht? Nachteile? Er würde so viel besitzen, wie er vorher besessen hat. Nichts. Dagegen, wenn meine Mutter gestorben wäre... Dann müssten Sie sich das Erbe mit ihm teilen. Also, diese Gedanken sind mir so fremd. Außerdem war es ja nun wirklich nicht. Und wenn er der Anstifter wäre? Mein Student. Und mit Blumen. Legen Sie sie irgendwo hin. Die Schwester wird mir eine Vase bringen. Setzen Sie sich. Dass Sie mich noch einmal besuchen kommen. Ja, ich habe gehört, was Ihnen passiert ist. Und ich habe es dann auch in der Zeitung gelesen, dass man auf Sie geschossen hat. Ich habe darüber nachgedacht und meine... Was sagt denn die Polizei? Ich meine, es liegt doch auf der Hand, dass Sie... Denkt irgendjemand daran, dass Sie noch immer in Lebensgefahr sind? Warum, um Gottes Willen? Ja, aber das ist doch noch nicht vorbei. Der Mörder hat sein Ziel nicht erreicht. Der könnte es noch mal versuchen, auf eine andere Art. Entschuldigen Sie, wenn ich Blödsinn rede. Nein, nein. Ich denke ja selber stundenlang darüber nach, wer... Er wird es noch mal versuchen. Hat die Polizei daran gedacht? Da müssen doch Vorkehrungen getroffen werden, wenn Sie zurückkehren in Ihr Haus. Ja, ja, das wird sicher geschehen. Ich hab mir darüber so Gedanken gemacht, ne? Und da habe ich gedacht, da musst du mal hin. Du musst das sagen. Man muss das sagen. Was sagt denn die Familie? Eine besonders rege Fantasie hat meine Tochter. Mein Schwager wohl kaum. Das ist ein sehr netter Mann, der nur in seinen Antiquitäten lebt. Aber Luisa, die macht sich sicher ein paar Gedanken. Wollen Sie eins? Ja, bitte. Sie stehen kurz vor der Scheidung. Ja, ich stehe kurz vor der Scheidung, was hier natürlich im Haus ein gewisses Reizklima geschaffen hat. Die werden mich noch zum Mörder machen. Zum Wohl? Zum Wohl. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie gestört habe. Bleiben Sie da. Wie heißen Sie? Caro. Wie die Spielkarte. Mein Spitzname in der Schule war Caro Ass. Aber es ist nicht viel geworden. Ein Ass sind Sie nicht geworden? Nein. Nein, das ganz bestimmt nicht. Haben Sie auch einen Vornamen? Jochen. Jochen Caro, also. Ja. Warum sind Sie kein Ass geworden? Sind Sie krank? Wie man es nimmt. Sie trinken? Aber Sie haben doch heute noch nichts getrunken.
Heute? Jetzt? Nein. Alkoholiker trinken immer. Ich meine, zu jeder Tageszeit. Wie spät ist... Fast 12. Bis 12 haben sie nichts getrunken. Stattdessen gehen sie in ein Krankenhaus. Und mit Blumen. Geben Sie mir bitte meine Handtasche nebenan aus dem Schrank. Und legen Sie bitte die Blumen in das Waschbecken. Ich werde Ihnen meine Adresse geben. Ja? Guten Tag, Frau Remmler. Ah, Herr Oberinspektor, Sie müssen mich unbedingt besuchen. Ja. Hey, 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 meine Handtasche. Oh, Entschuldigung. Na, wo ist er? Da steht alles drauf. Ja, da. Wiedersehen. Wiedersehen. Wer war denn das? Ein Student. Ich habe ihn hier im Krankenhaus kennengelernt. Ich habe ausdrücklich angeordnet, dass hier niemand rein darf. Ich habe gedacht, er gehört zur Familie. Ich bin noch in Gefahr, nicht wahr? Ja, wir können es nicht ausschließen. Komisch. Gerade jetzt hat mich der junge Mann auch darauf aufmerksam gemacht. Was? Er weiß, was mir passiert ist. Er hat es in der Zeitung gelesen. Und er kam, um mir zu sagen, dass... Nun, dass der, der auf mich geschossen hat, sein Ziel nicht erreicht hat. Und er könnte es vielleicht noch einmal versuchen. Moment mal. Kennen Sie den Namen des jungen Mannes? Jochen Caro. Caro, die Spielkarte. Und der hat Sie gewarnt? Ja. Ja. Er hat mich gewarnt. Aber damit hat er mir ja nichts Neues gesagt. Ich selber überlege, wenn ich in Zukunft zu Hause die Läden zumache. Frau Demmler, ich möchte mit Ihnen über Ihren Mann sprechen. Ich habe es erwartet. Mein Mann ist ein Spieler. Kein Mörder. Ihre Tochter sprach von der Gefühlskälte ihres Mannes. Ja, das ist richtig. Es kann einer gefühlsarm sein, mit den Gefühlen anderer gewissenlos spielen, ohne so völlig ohne. Wir sind Mörder. Ich weiß es nicht. Sie bringen mich völlig in Verwirrung. Ich weigere mich, das zu glauben. Weigern Sie sich vielleicht, weil Sie sich davor fürchten? Gibt es ein Testament? Nein, warum? Wen könnte Ihr Mann beauftragt haben, Frau Demmler? Halten Sie das für möglich? Ah, ich stell mal fest, Caro, Jochen Caro. Caro wie die Spielkarte. Kontra. Vielleicht findest du was über ihn. Was ist los?
Das habe ich auch noch nicht erlebt. Dass ein Trinker das Trinken verlernt? Soll ich mal was sagen? Der sieht doch nicht mehr aus wie früher. Was ist denn los passiert? Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Danke. Frau Dömmler ist wieder zu Hause. Ja, und das wissen wir doch. Und keine Beweise gegen ihren Mann. Und du glaubst immer noch, dass er der Auftraggeber war? Ja, ich bin sogar davon überzeugt. Ja, und was machen wir denn? Ja, das weiß ich nicht. In der ganzen Umgebung des Mannes habe ich niemanden gefunden, der das dreckige Geschäft für ihn hätte besorgen können. Schick ihn weg, er soll ausziehen. Du lässt dich doch scheiden, was will er noch hier? Aber man kann ihn doch nicht so einfach rauswerfen. Warum kann man das nicht? Er hätte von sich aus gehen müssen. Er sagt, er weiß nicht wohin. Ausreden, Ausreden, Ausreden. Kommt hier, der Kaffee ist fertig. Kommt hier, der Kaffee ist fertig. Er ist doch sehr freundlich. Zu freundlich. Und ich frage mich, warum. Vielleicht tun wir ihm Unrecht. Er hat bemerkt, dass wir mit Misstrauen begegnen. Besonders du, Luisa. Ja, und ich weiß auch, warum. Schick ihn weg, Mama. Ich kann nicht. Aus welchem Grund? Der Kaffee wird ja kalt. Setzt euch, komm. Komm, Luisa, setz. Ja, du musst ja nicht neben mir sitzen. Nimm Platz, Mama. Setz dich hin, meine Liebe. Vielleicht erklärst du mir die Gründe für deine Aversion mal bei Gelegenheit, nicht? Herzlich willkommen. Es freut mich, dass Sie meine Einladung ernst genommen haben. Er hat mich im Krankenhaus besucht. Und ich habe ihn gebeten, mich einmal zu Hause zu besuchen. Eine Tasse, Luise. Das ist Herr Karl. Das ist mein Mann. Mein Bruder Roman Schulz. Die Besuche von Herrn Caro haben mir sehr wohl getan. Sie haben meine Frau mehrmals im Krankenhaus besucht? Ja, drei oder viermal. Wir haben uns jedes Mal sehr lang und sehr gut unterhalten. Verwandte. Setzen Sie sich her. Bitte sehr. Danke. Bitte, schenk ein, Luise. Ja, gerne, Mama. Darf ich Sie einmal einen Augenblick unter vier Augen sprechen? Ich wüsste nicht, was ihr allein zu besprechen hättet. Bleiben Sie, Herr Caro. Entschuldigen Sie das Benehmen meines Mannes. Sagen Sie, wie verrückt sind Sie eigentlich, was? Wollen Sie ein Geständnis ablegen? Sie gehen für Jahre ins Gefängnis. Sind Sie sich darüber klar? Kommen Sie. Trinken Sie erst mal einen Schluck. Ja? Ich trinke nicht mehr. Jetzt wollen wir mal ganz vernünftig darüber reden, ja. Weswegen sind Sie gekommen, hm? Muss doch einen Grund gehabt haben. Kommen Sie, nennen Sie mir den Grund. Wir können uns doch über alles einigen. Aber reden Sie doch mit mir. Kommen Sie. Na. Derrick. Na, Frau Dömmler, wie geht's denn so am ersten Tage zu Hause? Danke. Ganz gut. Nein, nein, es ist nichts Ungewöhnliches passiert. Ah, mein Student war hier. Was ich sehr nett fand.
Er muss sich erkundigt haben, wann ich entlassen werde. Wie? Er hat auf alle einen sehr guten Eindruck gemacht. Auch auf meine Tochter, die besonders kritisch ist. Er kommt morgen zum Essen. Ja, natürlich. Ich habe das Testament aufgesetzt. Ja, Luisa. Auf Wiedersehen. Es war der Oberinspektor. Was wollte er? Fragen, wie es mir geht. Sie hat ein Testament aufgesetzt zugunsten ihrer Tochter. Das ist doch prima. Wenn Demmler das erfährt, dann ist ein zweiter Anschlag für ihn sinnlos. Mhm. Neuner. Zehner. Angekratzt. Dieser Student hat sie besucht. Gleich am ersten Tag nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus erscheint er auf der Bildfläche. Ja, aber die Nachforschungen haben fast nichts ergeben. Verkrachter Student, Alkoholiker. Und bei uns ist er nicht in der Kartei. Alkoholiker? Alkoholismus ist ja kein Verbrechen. Nö, nö, aber es kann dazu führen, nicht? Hat auf alle einen sehr guten Eindruck gemacht, auch auf ihre Tochter, die besonders kritisch ist. Und morgen ist er wieder da, zum Essen eingeladen. Ich glaube, ich gehe auch hin. Unter welchem Vorwand? Wieder bloß ein Zehner. Was willst du sagen? Guten Tag. Entschuldigen Sie bitte, ich weiß, dass ich störe, aber das ist mein Beruf. Nein, Sie stören gar nicht. Trinken Sie doch einen Kaffee mit uns. Ja, gern, danke. Guten Tag. Ist es Ihr Student? Ja, das ist er. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Sie haben Frau Demmler im Krankenhaus besucht. Wie kam es denn dazu? Er hat sich in der Tür geirrt. Der Tür geirrt? Mhm. Er wollte jemanden besuchen, der schon entlassen war. Er wollte gleich wieder gehen, aber ich hielt ihn fest. Es hat mir gut getan, auf andere Gedanken gebracht zu werden. Sie haben sich vorher nie gesehen? Nein, ich sagte doch. Sie auch nicht? Bitte? Ich meine... Was meinen Sie? Ich meine, ob Sie Herrn Caro gekannt haben. Sie haben doch gehört, meine Frau hat ihn im Krankenhaus kennengelernt, nicht? Sie hatten gehört, was Frau Demmler passiert ist, nicht? Er hat es in der Zeitung gelesen. Dann haben Sie in der Tür gehört. Und Frau Demmler gewarnt. Gewarnt? Ja. Stimmt das nicht? Ja. Er sagte... Was sagte er? Er hat sich über den Fall Gedanken gemacht. Er äußerte die Vermutung, dass der Mörder, der sein Ziel nicht erreicht habe, dass es nochmal versuchen könnte. Das ist eine sehr naheliegende Vermutung, ne? Sind Sie nicht auf den Gedanken gekommen? Ich? Warum ich? Nein. Wir von der Polizei haben ähnliche Überlegungen angestellt. Es war ein Punkt, der hat uns große Sorgen gemacht. Sie studieren was? Literatur, Philosophie. Er hat sein Studium unterbrochen aus, ich darf das doch sagen, aus Gründen, die hier keine Rolle spielen. Aber er wird weiter studieren. Übrigens, ich wollte Ihnen ein Angebot machen. Mein Mann, mein verstorbener Mann hat eine Bibliothek hinterlassen, die völlig ungeordnet ist. Es ist dringend nötig, dass etwas geschieht. Ich dachte, das wäre etwas für Sie. Ich würde natürlich dafür bezahlen. Eine sehr gute Idee, Mama. Und wir hätten noch jemand im Haus. Es würde dir doch nichts ausmachen, oder? Kann ich Sie irgendwo hinfahren? Hast du den Polizisten geholt? Was will der hier? Warum geht er jetzt? Warum geht er jetzt mit diesem lächerlichen Studenten? Hast du wirklich vor, ihn die Bibliothek ordnen zu lassen? Ja. Außerdem werde ich ihm anbieten, hier zu wohnen. Was? Ja, natürlich. In diesem Haus wird ja bald ein Zimmer frei. Und das Testament kannst du noch einmal ändern. Zu
seinen Gunsten. Sie haben sich also im Krankenhaus in der Tür geirrt. Wen wollten Sie denn eigentlich besuchen? Ein Freund. Macht es Ihnen was aus, mir seinen Namen zu sagen? Können Sie es nicht? Nein. Nein. Sie haben gar keinen Freund im Krankenhaus. Sie sind ins Krankenhaus gegangen, um Frau Demmler aufzusuchen. Nein, nein. Ich habe Frau Demmler gar nicht gekannt. Sie haben sie nie vorher gesehen? Gute Nacht. Gute Nacht. Du gehst noch nicht schlafen? Nein, noch nicht. Wir haben uns genau erkundigt. Sie sind in dem Viertel bekannt. Bekannt als Trinker. Ich kenne Ihre Stammkneipe. Ich habe mit dem Wirt gesprochen. Sie haben vor kurzem mit einem 500-Markschein bezahlt. Woher hatten Sie den Schein? Sie haben sich doch sonst Ihren Schnaps zusammengebettelt. Woher hatten Sie so viel Geld? Und dann noch eine Frage. Wann haben Sie aufgehört zu trinken? Ich werde es Ihnen sagen. Genau an dem Tag, an dem Sie auf Frau Demmler geschossen haben. Sie waren es, Caro. Sie. Und niemand anders. Wieso Sie? Ja, mich meinen Sie ja auch gar nicht. Gehen Sie rein. Los. Machen Sie keinen Blödsinn. Sie lassen mir keine Wahl. Machen Sie keinen Fehler. Caro wird gerade vernommen. Er wird aussagen, dass Sie ihn angestiftet haben. Er kann aussagen, was er will. Es gibt keine Beweise. Dass Sie hier sind, das ist der Beweis. Ja, das stimmt. Ich sage ja, Sie lassen mir keine Wahl. Der da! Es tut mir sehr leid.
verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, bitte.